Geld auf Fiverr zu verdienen war noch nie so einfach wie heute. Jedoch nur mit den richtigen Tipps und Strategien. Und genau aus diesem Grund möchte ich dir in diesem Video eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie du am ehesten mit deinem ersten Gig auf Fiverr schnell Geld verdienen wirst. Der erste Punkt ist die Profilerstellung. Also, wenn du ein Fiverr-Profil erstellst, solltest du darauf achten, eine kurze Bio zu haben und vor allem ein professionelles Profilbild. Das bedeutet, auf Fiverr kommt es besonders gut an, ein Bild von dir selbst zu nehmen, da es eine persönliche Ebene schafft. Und somit würde ich dir empfehlen, eventuell dein Bild von LinkedIn oder Ähnlichem auch auf Fiverr zu verwenden. Der zweite Punkt ist die Nischenfindung. Also, wenn du auf Fiverr Geld verdienen möchtest, musst du dir überlegen, in welcher Nische kann ich einen Gig erstellen, die noch nicht übersättigt ist. Das ist am Anfang gar nicht so einfach und es ist auch gar nicht so einfach, so eine Nische zu finden. Am besten versuchst du hier mit ein bisschen Recherche von deinem eigenen Können und auf der Plattform selber herauszufinden, wo du dich gut einordnen könntest. Der erste wichtige Vorteil, den du gegenüber den anderen hast, und das ist schon der erste persönliche Tipp, den ich dir hier geben kann, ist, mach das Ganze auf Deutsch. Natürlich hast du immer die Chance, und es wird automatisch auch alles auf Englisch übersetzt, eben auf Englisch zu arbeiten, aber ich würde grundsätzlich dir empfehlen, die Sachen auf Deutsch anzubieten. Der deutsche Markt ist groß genug, um auf Fiverr zu starten und dein erstes Geld dort zu verdienen. Und es ist trotzdem ein Markt, der dir die Möglichkeit bietet, schneller an Kunden zu kommen, da es eben auch Leute gibt, die explizit nach deutschen Freelancern suchen. Bei der Nische ist es wichtig, dass sie sehr spezifisch ist. Das ist jetzt natürlich leichter gesagt als getan, aber es ist auf Fiverr so, je spezifischer die Nische ist, desto eher wirst du gefunden. Wir haben jetzt schon mal eine erste grobe Sortierung, indem wir versuchen, ein deutsches Angebot anzubieten. Wenn wir jetzt es noch schaffen, eine Nische zu finden, die nicht überflutet an Gigs ist, dann hast du hier die Chance, sehr schnell deinen ersten Auftrag und somit auch dein erstes Geld zu verdienen. Warum würde ich dir empfehlen, am Anfang nur mit einem Gig zu starten? Das hat meiner Meinung nach folgenden Grund. Auf Fiverr ist es nämlich so, dass die Bewertungen sind alles. Das heißt, deine Käuferbewertung als auch deine Gig-Bewertung machen aus, wer du bist und wie du gesehen wirst. Und es ist extrem wichtig, gerade am Anfang Bewertungen zu sammeln. Das funktioniert am besten mit einem sehr nischigen Gig und dort erstmal ein paar Aufträge auszuführen. Wenn du dann eine Profilbewertung aufgebaut hast, kannst du dein Angebot ausweiten. Du hast erstmal Kunden, die dir vertrauen, das heißt, eventuell vertrauen sie dir auch in anderen Bereichen und kommen auf dich zurück. Und zweitens wirst du höher gerankt werden, wenn du bereits eine Käuferbewertung hast. Denn wenn du selbst darüber nachdenkst, die Wahrscheinlichkeit, dass du, wenn du etwas kaufen willst von einem Freelancer auf Fiverr, auf ein Profil klickst, das noch gar keine Bewertungen hat, ist eher gering. Aber wenn es eine Nische ist und du etwas sehr Spezielles brauchst und es gibt nur sehr wenig Profile zur Auswahl und dann ist aber dein Profil das Profil, das hier heraussticht, weil es ein gutes Bild hat, die Preis-Leistung passt und das Angebot passt, dann wirst du dich eher dafür entscheiden und auch mal darauf verzichten, dass es hier noch keine Bewertungen gibt. Wenn du gefunden hast, was du auf Fiverr anbieten möchtest, kommt es zu der Angebotserstellung. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess, der extrem detailliert auf Fiverr ausgeführt werden kann. Als erstes solltest du dir einen Titel überlegen. Das ist der Titel, der sämtlichen Käufern auf der Plattform angezeigt wird. Hier lohnt es sich vor allem, Wörter wie außergewöhnlich, perfekt oder der beste Text, das beste Thumbnail, ein perfekter Text für die Website. Also irgendwelche Adjektive, die dir dabei helfen, dein Können sozusagen schon im Titel zusammenzufassen und dem Kunden ein Versprechen zu offenbaren, dass deine Leistung die beste für sie sein wird. Der zweite ausschlaggebende Faktor ist, wie hier bei einem YouTube-Video, das Thumbnail. Das bedeutet, du musst versuchen, das erste der drei Bilder, die du auswählen darfst, besonders authentisch, aber eben auch catchy zu gestalten. Das heißt, es ist wichtig, dass du versuchst, ein Bild zu erstellen. Hier würde ich dir Canva empfehlen, da das eine kostenlose Bildbearbeitungsplattform ist, mit der du sehr einfach Grafiken und Ähnliches erstellen kannst. Und versuch hier, dich an anderen Verkäufern in deiner Nische zu orientieren und hier dann eine sehr
aufmerksamkeitserregende, aber trotzdem professionell aussehende Grafik als Titelbild zu wählen. Die Beschreibung sollte ebenso dein Können unter Beweis stellen. Das heißt, die Beschreibung zum Beispiel als Copywriter ist natürlich viel wichtiger als die Beschreibung eines Grafikers. Und hier würde ich dir auch empfehlen, dich in deiner Nische von deinem ersten Gig umzusehen. Lies dir ein paar Beschreibungen durch und betreibe Marktrecherche. Dann mach dich mit den Beschreibungen vertraut, die so in deiner Nische eben sind, und versuche hier die besten Punkte systematisch rauszupicken und auf deine eigene Beschreibung anzuwenden. Hier kann ich dir auch anbieten, dass du dir meinen ersten Gig auf Fiverr, nämlich den Copywriting-Gig, anschaust und dir eventuell auch hier Teile von mir herauspickst, falls es für deine Nische passend sein sollte. Und wenn ihr da schon mal runterscrollt, könnt ihr gleich ein Like auf diesem Video da lassen. Der nächste Punkt ist das Q&A. Das ist natürlich auch wichtig, da es hier Fragen zu beantworten gilt, die für einen potenziellen Kunden vor dem Kauf wichtig sein könnten. Es kommt jedoch sehr auf die Nische und auf den Gig an, den du erstellt hast, ob das für deine Zielgruppe relevant ist. Hier würde ich ebenso eine kleine Marktrecherche betreiben und schauen, was haben andere hier so stehen. Und am besten schreibst du dir hier die Fragen, die für dich deiner Meinung nach am sinnvollsten sind, raus und beantwortest sie in deinen eigenen Worten, in deinem eigenen Gig. Selbst. Die Packages, das ist ein sehr relevanter Punkt, und auch hier gibt es eine kleine Technik, die dir helfen kann, mehr Geld mit deinen Gigs zu verdienen. Das erste Package ist dafür da, um die Kunden auf deine Anzeige, auf deine Annonce zu locken. Das heißt, es sollte ein nicht zu hoher Preis sein, damit sich die Leute denken, oh, gutes Profilbild, sieht professionell aus, gutes Thumbnail, gute Beschreibung oben im Text, okay, nicht teuer, ich klicke drauf. Hier wirst du aber nicht allzu viel anbieten. Das ist sozusagen das untere Ende von deinem Angebot. Es wird keine Zusatzfunktionen geben, es wird gar keine zusätzlichen Leistungen geben, sondern einfach nur wirklich so ein richtiges Raw Package. Also wirklich nur die Grund-, die Kerndienstleistung, die du anbietest, für einen sehr geringen Preis. Das zweite Package, also das mittlere Package, das Standard Package, wird hier deutlich teurer werden. Dieses Package wird viel mehr Zusatzleistungen beinhalten und ist natürlich deswegen auch gerechtfertigt teurer. Der Kniff hierbei ist jedoch, dass wir das letzte Package, also das dritte, das beste Package, nur geringfügig teurer machen als das mittlere. Um hier eben den Effekt zu erzeugen, dass wenn man sich das mittlere und das letzte Package anschaut, man sich dann gleich denkt so, oh okay, aber da habe ich dann noch das und das dabei und es ist nur 10 Euro teurer, dann nehme ich gleich das. Wichtig ist auch, dass du Bewertungen sammelst. Das ist eines der Hauptprinzipien, wie du auf Fiverr Aufmerksamkeit und Verkäufe generieren wirst. Hierzu kann ich dir empfehlen, deine Kunden darum zu bitten, auch eine Bewertung dazulassen. Oftmals wird es vorkommen, dass du einen Verkauf abschließt, die Arbeit übergibst und die Arbeit angenommen wird, du jedoch keine Bewertung erhältst. Hier ist es nur zu deinem Vorteil, und es kann dir auch nichts passieren, diesem Käufer dann eine Nachricht zu schreiben und ihn darum zu bitten, doch eine Bewertung dazulassen, wenn es ihm gefallen haben sollte. Wenn dies der Fall sein sollte, ist es auch unbedingt dringend erforderlich, dass du auf die Bewertungen von deinen Kunden antwortest. Irgendetwas Passendes, damit man sieht, dieser Verkäufer freut sich über die Bewertungen, er nimmt das ernst und er appreciated das Feedback. Zusätzlich, gerade am Anfang, ist es wichtig, dass du ein gewisses Kundenservice anbietest. Das heißt, lass deine Kunden nicht nach dem Verkauf einfach stehen. Übergib ihnen nicht die Arbeit und ignoriere sie danach. Versuch weiter im Chat, ihnen unterstützend unter die Arme zu greifen, falls sie weitere Rückfragen zu der gekauften Dienstleistung haben sollten, und biete ihnen sozusagen an, sie weiterhin zu unterstützen, falls etwas nicht funktionieren sollte. Das wird meistens nicht der Fall sein, das wird nicht gebraucht werden, aber es ist einfach eine nette Geste, die einen Kunden dazu bewegen kann, nochmals bei dir einzukaufen und eben auch in Zukunft, wenn du mehrere Fiverr-Gigs haben solltest, einen wiederkehrenden Kunden zu gewinnen. Der nächste Punkt ist die Vermarktung. Du solltest versuchen, deine Fiverr-Gigs eben auch gerade am Anfang, wenn es dir das nicht zu unangenehm ist, und es sollte dir nicht unangenehm sein, denn du bist ja gut in dem, was du machst, versuche sie online auf deinen Social Media Plattformen zu teilen. Also versuche hier einfach einen Link zu deinem Profil zu teilen. Fordere die Leute dazu auf, wenn sie denn etwas brauchen, was du gut kannst, dann mögen sie doch mal hier vorbeischauen. Vielleicht kannst du ihnen doch sehr gut helfen. Also versuch deine Gigs zu vermarkten mit deinen Social Media Kanälen. Und wenn du dann erste Bewertungen gesammelt hast und
erste Kunden gewonnen hast, dann ist es an der Zeit, dein Angebot zu erweitern. Versuch, spezifischere Angebote zu erstellen, weitere Angebote, die in deiner Nische liegen, und baue deine Nische auf. Also versuche in der Nische, in der du bist, eine erhöhte Präsenz zu erzeugen. Ja, und die letzten beiden Tipps sind einerseits das Zeitmanagement. Also du solltest nicht darauf vergessen, dass du eben für diese Arbeit bezahlt wirst. Und natürlich wirst du am Anfang sehr viel Mühe reinstecken, da es dir wichtig ist, dass das, was du hier lieferst, auch gut ist. Aber du darfst immer nicht das Geld vergessen, das du dafür bekommst. Es ist eine ganz normale Arbeit und du solltest nicht übermäßig viele Stunden in einen 20-Euro-Gig investieren. Also wenn du jetzt 20 Euro dafür bekommst und 6 Stunden gearbeitet hast, ist das vielleicht beim ersten Mal okay und das wird niemand verurteilen, aber denk immer daran, dass das ein normaler Job ist und versuche dir hier einen sinnvollen Stundenlohn zu erzeugen und im besten Fall eben versuchst du ja etwas zu kreieren, womit du sehr wenig Arbeit hineinstecken musst, aber jedoch trotzdem viel Geld damit verdienen kannst. Ja, und der letzte Punkt ist, versuch dich fortzubilden. Also nur weil du jetzt in etwas sehr gut bist, heißt das nicht, dass du es in 2 Jahren noch sein wirst. Einerseits wirst du natürlich besser werden, je mehr Aufträge du machen wirst. Andererseits gibt es in vielen Nischen die Möglichkeit, sich mit dem großartigen Internet weiterzubilden und das solltest du auch nutzen. Sieh dir Videos an, besuche Fiverr-Kurse, lies dir Artikel durch und versuche einfach auf dem neuesten Stand zu bleiben und dich weiterzubilden und in dem, was du machst, so zu werden. Und ich bin mir sicher, mit diesen Tipps wirst du Erfolg auf Fiverr haben und es auch schaffen, bald Geld zu verdienen, und zwar dein eigenes Geld und das relativ schnell und relativ viel, wenn du das gut aufziehst. Das ist sozusagen, dieses Video ist der perfekte Start dafür. Wenn das dein Ziel sein sollte, dann wünsche ich dir sehr viel Erfolg dabei. Schreib mir gerne in die Kommentare, ob dir dieses Video geholfen hat, und vielleicht kommst du in einigen Monaten zurück und schreibst mir ein Update hier in die Kommentare. Es würde mich sehr freuen. Wenn du mehr solcher Videos sehen willst, dann lass gerne ein Abo auf meinem Kanal da, lass ein Like auf diesem Video da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn dich jetzt noch interessiert, wie ich mit einem Gig auf Fiverr begonnen habe und wie viel Geld ich damit verdient habe, dann kannst du dir dieses Video anschauen. Ansonsten, wie gesagt, das Abo auf dem Kanal hier und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Flo.